Ein schönen guten Abend. Ich bin froh, ich für eine neue Emission von MAD-TV begrüßen zu können. Das ist eine Tradition, die Frühjahrsouvertüre von Mama Moët. Und noch den Fernseher war bis Lunch gucken. Die Werben gehen hier funktionieren, ne, rumkommen aus dem Schmelzer. Und dann gehen sie hier weggeschmolt. Wir können das Bein frisch beikommen. Und die kleinen Dinger, die sie gedurcht, für wenig Bein, ein Neidvolleck. Leif Erwittien, Leif Bierscherin nach Bierscher, Leif Merkleid am Ombren von den Vereiner. Es sind froh, wie ich hier auf der Place de l'Indépendance können zu begrüßen, dass die 9. Rentrée von dem Frühjahrsnommert hier auf der Platz hinter dem April des Jahres. Das ist auch richtig, dass eine Reihe Händler an der Vergangenheit abgehalten haben. Wir kommen aber immer neuer Nies dabei. Aber wir sind auch dafür froh, dass wir ein paar lokale Produkte auf diesem Markt können anzubieten. Das ist wie immer Obst und Gemüse von dem Bioproduzent, dem Hugo Frische Käse. Fleisch ist von Anfang an auch immer von dem Metzler Bursch. Und es gibt auch Honig, Likören, Oliven und mediterrane Produkte. Die Lee-KGMC mit dem Bison Schrank, die ist auch immer regelmäßig präsent mit ihren Produkten. Und ich begrüße dann auch Vertreter, die schon eine Reihe von Zeit bei uns sind, nämlich die von der Fondation Krebskrank Kanner. Seit der Oktober 2014 engagiert Gemeng sich dann auch für Produkte vom fairen Handel, für unsere Maison Relais, Kleider für unsere Salarinessen, technischen Dienste und auch Produkte vom Fairtrade für bei ihren Weiner Assos Gelegenheiten. Ich will dann aber auch heute auf die dritte Edition, die wir dieses Jahr werden am Juli, nämlich den 15. Juli von dem sogenannten Nutzmarkt, lässt ihr bei gutem Wetter ein ganz gutes Jahr. Und dafür so ist auch eine Gagitverein, die hier mitgewirkt hat. Vielmals merci. Eine Neuigkeit geht es aber, dass noch geschwind der Pavillon am Brill abgeht. Der wird am Juni angeweiht gehen. Die Sportkommission die hat auch schon avisiert, für den 2. Juli ein Fest unter dem Motto Sport, Spaß und Spiel am Park Brill zu machen. Und ihr werdet auch gesehen, dass die Kulturkommission mit einer Tradition aufhängt, nämlich das, was wir früher hatten, Musik bei der Gemeinde. Das wird auch Musik am Park Brill gehen, während 3 Ofen da. Und ich wünsche Ihnen am Namen von der Gemeindeverwaltung allen Händlern, allen Produzenten, auch ein flotte Rentrée an die Succes, die sie sich das Saison werden erwerben. Merci an Domat Deklerenisch offiziell, dass die neue Märzsaison haut obers. Merci. We'll be right back.
Kanner Hosue gesammelt an der Organisation vom Andetress überreicht. Ein Beitrag aus dem neuen Schulcampus ob der Cap. Leif Vertreter von Schaffener Gemengerot, Leif Vertreter von also älteren Vereinigung von Kapellen, Vertreter von Femmes en Détresse, Leif Kanner, Leif Allegor. De Moyen kommen wir halt zusammen, weil wir hun auf unserer Christfeier halt zu Kapellen hatten wir ganz viel Suche gesammelt, wo Kanner einen Auftritt hatte und dann hat man eine Christ gemacht, wo wir Bastelsachen verkaufen und dann erst noch Getränks. An zusammen habe ich mit der Maison Relais von Kapellen an der älteren Vereinigung, die uns da ganz gut geholfen haben. An unseren C-End, den Zickel-End von Mama, die haben zusammen habe ich auch von Prekos Kapellen, die haben für hier traditionell die Lichtmistag sammeln, haben die auch tatkräftig für uns alle gute Mat gesammelt. Die Kanner aus dem C1 waren an den Primärmama von Klasse zu Klasse sangen, an auch Suchen abheben. An dann sind ja nur noch die Älteren von den Kanner aus dem C1 auch geschrieben, für auch Mat dann zu sammeln. So dass wir am Ganzen 3.841,50 Euro gesammelt haben. Voilà. Ich so den Kanner ein großes Merci. All den Leuten, die uns den Tag geholfen haben, dem C1 Mama an C1 Prekos Kapellen auch, weil das aber auch relativ viel Geld ging, am Endeffekt, was wir nicht so erwartet hatten. Ich gebe mal dann von der Linie profitieren für den Kanal. Ganz große Merci zu sagen. Das ist eigentlich eine ganz flotte Tradition, die schon seit vielen Jahren bei uns an der Schule geht, das Spielschule am Kader vom Lichtmus, der so ein Abhilfe geht, für einen guten Zweck zukommen zu lassen. Weißt du, dass es gehen Leute an alle Bereiche, auf verschiedene Plänen, denen es nicht so gut geht, die ein bisschen schwer am Leben haben und die müssen geholfen kriegen. Und dafür ist es wichtig, dass da auch von vier an aber doch aber sensibilisiert gehen, dass es so Probleme hier am Land, wo es eigentlich generell gut geht, dass es doch so Probleme gibt. Und dafür ist das eigentlich von einem pädagogischen Standpunkt aus ganz wichtig, dass die Lehrpersonen das mal schmecken. Dafür gebe ich sowohl ich, die Kanner, aber auch die Lehrpersonen eine große Merci so für das zu machen. Und ich fand dann schon flott, dass die Kaperschule, die mal hier abgemacht hat, flott dabei ist, dass die Kaperschule, dass die auch spontan gesagt hat, wir machen noch etwas mal zusammen mit der Maison Relais, für das Ganze dann dort zusammen zu lehnen, eine Aktion daraus zu machen. Und nicht zwei verschiedene Aktionen daraus zu machen. Wir sind eine Schule hier an der Gemeinde, wo wir zwei Gebäude haben. Ich fand das eigentlich flott, dass man da weiß, dass wir eine Schule sind. Ihr wisst, dass wir über all die Jahre, zwei Projekte herauswählen, wann ein Verein oder so, wie die Schule zum Beispiel, wann die denen Assoziationen etwas zukommen lassen, die vom Gemeinderat rausgewählt sind, dann lädt die Gemeinde eben noch nach nur einer Grie, die wir haben einen gewissen Zum dabei. Da sind über die letzten Jahre, muss ich sagen, über die letzten 6-7 Jahre, die ganz stolz Schifferen zusammenkommen, die stolz Schifferen sind zusammengekommen, weil viele von unseren Vereinen, aber auch von der Schule, über all die Jahre gesammelt sind. Da will ich, wir sind nicht zu viel hier, wir spielen aber auch ein großes Merci so an alle guten, die verschiedenen Partner, die wir haben, die an der Schule hier intervenieren, weil Partner eigentlich alle guten heißen. Das sind die zwei Maison Relais, zu Mama an ob der Cap, das ist die Präsidenz von unserer Schule, das ist die Schulkommission und das sind natürlich auch die Vertreter von den Eltern. Ich fand, dass wir eigentlich die Chance haben hier in der Gemeinde, dass wir eine ganz flotte Partnerschaft zwischen all den Partnern, aber auch die verschiedenen Partner mit der Gemeinde. Ich meine, wir können uns immer alles so, wenn etwas ist, wird, wir können verbessern. Wir haben nur geguckt, die Schulorganisation für das nächste Jahr zu machen, die darf ich auch nicht vorgreifen, denn Marcel wird die am Gemeinderat präsentieren, die nicht so einfach wäre, für das nächste Jahr zu machen, nur wie von den Stunden, die wir zur Verfügung haben. Ich meine, dass wir eine ganz gute Solution finden, wie all die Jahre für drin haben wir dann schon an einem ganz flotten Dialog, an, mit ganz viel Verstehst, die wir schon bald Zeit gemacht haben. Dafür wünsche ich alle gut, wirklich merci. So. Am Namen von unserem Service, Service d'Assistance aux Victimes de Violence Domestique, so möchte ich große Merci für diesen Dank, diese Merci und Kanner von der Schule Mama und noch eine Merci und die Gemeinde Mama. Und voilà, so Dank sind für uns extrem wichtig, weil mit dem Geld können wir halt Mamen und Kanner helfen, die wirklich finanziell in einer Notsituation sind. Weil an unserem Beruf gehen wir heim bei Opfern von häuslicher Gewalt, wo Leute auch oft Kanner davon betroffen sind. Wir sind auch Kanner, die in einer Armutssituation sind.
Wir hatten schon Fälle, wo die Kanner keine Kannerbettchen hatten, die Wand dafür stumpf für unter dir, sie hatten keine Wand als Kleider oder Spielsachen noch gefehlt. Aber voilà, mit so dann können wir dann effektiv da, finanziell angreifen und die Sachen halt dann kaufen. Weil auch an unserer Erbe, ich betreue auch eins der Mama, die in einer Trennung sind. Eine Trennung ist dann auch finanziell allein durchstehen. Voilà. Und dann sind oft eins nicht mehr, dafür akut Sachen können, die Kinder zu kaufen. Und mit dem Geld können wir dann effektiv der Mama möglichen, sie für Pampers zu kaufen, Kleider. Wir hatten noch schon Fall, wo die Mama einen Puss hat gebraucht hat. Und mit so dann können wir effektiv so direkt handeln. Und was doch schön ist, dass wir das Projekt gehabt, weil was muss ich wissen, wenn wir heimgehen und sie kann am Haus, dann haben wir mal kleine Pätze gemacht, für dann, weil das so dann ein kleines Souvenir und kann sein, aber ein kleiner Kompagnon dann für ihre Weh. Und da hat man auch die Idee, für Bücher zu kaufen, weil man wissen, es gibt Bücher, die sind extra für Kinder gemäht, wo dann noch ganz einfach erklärt wird mit Bildern, was ist eine Trennung, was ist häusliche Gewalt, und wo dann Kinder können das durchholen, für die Sache vielleicht auch besser zu verstehen und zu verschaffen. Und aber mit diesem Tag können wir halt effektiv dann noch die Projekte realisieren. Dafür, wie gesagt, ein großes Merci für den Tag. Und ich fand auch immens schön, dass einfach, dass die Kinder für andere Kinder sammeln, wo denen nicht so gut geht. Und ich meine, Armut, also Kinderarmut im Land, das ist immer mehr ein großes Thema. Artist möchte sich dir bis den Hirsch des Jahres zu. Heute der letzte Vernissage von dieser Saison. Dann gehen wir auf den Fairtrade-Lauf bei den Mama Schulen. Die letzte Ausstellung hatte ich bei uns am Atelier zu Kirch, weil wir da immer eine Exposition der Fender nehmen. Und los aus die Heidrun und dann habe ich noch eine Monumentserweihung den 8. Mai zu Beteburg am Park Jacques noch mit zwei großen Graniten, die ich mit meinem Kollegen Lukas Ernst gemacht habe. Und hier ist die neue Frühjahrskollektion, nennen wir das einfach mal. Es sind 20 neue Alabasteren, die ich wollte weisen. Die gehen dann vom 19. April bis zum 1. Mai. Wenn das da verpasst hat, der könnt dann auch mal bei mir am Atelier gesehen zu Cash. Thank you.
Am Namen vom Schäferrot begrüßen ich euch ganz herzlich auf einem weiteren Vernissage von einem Reflet Artist hier an der Galerie auf der Kap. Vernissage, das wissen wir, immer traditionell dünnstes Oves machen. Ich bin hier durch die Ausstellung gegangen und ich fand, dass es eine ganz gelungene Ausstellung, also ein ganz flottes Zusammenspiel zwischen den verschiedenen Kunstformen, aber auch ganz flott Kontraste, besonders um Niveau von den Farben. Der Reflet d'Artist, ich meine, dass der wieso nur den 18 Jahren, wo wir den Reflet d'Artist machen, als eine richtige Tradition gehen. Hier an der Galerie, aber auch an der Gemeinde und darüber raus. Die Grundidee, für was wir für den 18 Jahren mit dem Reflet d'Artist angefangen haben, und daran bestanden, wir hatten die Galerie hier, die noch relativ neu war, frühere Commis Agricola. Wir wollten eben die Galerie mit flotten Ausstellungen füllen, aber auch eine gewisse Selektivität dran kriegen. Eigentlich der Galerie eine eigene Identität gehen, eine Visitenkarte. Das war der Defi, den damals Piet Nicola, den Marcel Schwaller zusammen mit Madi Nicola angegangen sind. Und ich meine, der wir so ein Lo, Arthur oder nur, aber nicht richtig, dass das heute Fall wäre, Mission accompli. Für sie sind auf alle Fall die Erwartungen, die gemengt an sie gestaltet haben, bei weitem übertroffen. Und das freut mich eigentlich ganz viel. Die Galerie hat einen festen Platz hier an der Gemeinde, auch an der Region. Die Ausstellungen vom Reflet d'Artist sind eigentlich an dem kulturellen Leben an der Gemeinde nicht mehr wächst. Sie denken, ein kulturelles Leben, was aber relativ vielfältig ist. Wir haben an der Gemeinde das letzte Jahr von den Träger von der Gemeinde wie die Kulturkommission, den Centre Culturel Königsbund zu machen, rund 110 Manifestationen. Da kommen nachher ganz grob andere Manifestationen von anderen Träger dabei. Rund 110 kulturelle Manifestationen. Dann, da gehen wir in die Galerie nicht mehr wegdenken. Und ich meine, das ist das beste Kompliment, was den hin kann machen. Ihr wisst, dass der Marcel Schwaller sich am Lauf vom letzten Jahr aus dem Organisationskomitee zurückgezogen hat. Der Piet, den ist am Gangen. Sich zur Ruhe zu setzen, dafür von dieser Platz und Sie ganz ehrlichen und wärme Merci für alles das, was Sie gemacht haben, nicht nur für die Galerie, sondern auch für die Kunst und für die Kultur generell an der Gemeinde, weil Sie auch nach urbaneren Plänen aktiv werden. Und wir werden das, so wie beim Marcel, werden wir das auch beim Piet bei einer anderen Gelegenheit nach nachholen. Die Responsabilität von dem Reflet d'Artist leidt. Zünder hier bei Madi Nicola, aber beim Vincent Wilvers, den seit rund einem dicken Jahr an dem Organisationskomitee von dem Reflet d'Artist ist. Der Vincent, der bei uns an der Gemeinde wohnt, den hat Master Mängelsch, nicht aber auch Beaux-Arts nach Plastik studiert, die hat bestimmt schon an den letzten Jahren den einen oder anderen Artikel am Jury von ihm gelesen und als Kunstkritiker geschrieben und das auch ein ganz begnadeten Zeichen. Also, ich werde weiterführen mit dem Reflet d'Artist, mit dem Konzept, so wie es bekannt ist, verschiedene Künstler verschiedene Kunstformen zusammenbringen. Sie werden das natürlich adaptieren, so wie das über die letzten 8 Jahre adaptiert ging, als wir uns hinter dem Anfang von diesem Jahr, dass wir mit Jungelemente mit dran haben. Am Januar hatten wir etwas gemacht mit den Kanner aus der Maison Relais, eine Kollaboration, das wäre ganz flott. Wir haben noch heute diese junge Künstler dabei, jung am Alter, nicht was Qualität angeht. Das wird sich auch für Rode Fulden am Lauf von den nächsten Ausstellungen weiterführen. Also für den Tretlauf, also im Moment von 2 bis 3, das ist 2, dann tritt die Schuljahr, die laufen ein Stündchen, die Not feiert 5 dann 6. Da sind Atelier, da ist eine Ausstellung, da sind Spieler, da ist Musik, da sind Tanzatelier, Offizien, laufen kann er hier und gehen da die Einzelatelier besichern. Thank you.
Ja, ihr wisst, dass wir seit engem dicke Jahr Fairtrade gemengt sind. An dem Kontext hat uns Schul zusammen mit Fairtrade, aber auch mit unserer Development Durables Kommission und der Präsidents vom Ed Büchet nächste Idee, den Fairtrade-Lauf zu machen. Das haben sie letztes Jahr schon einmal gemacht, dass die Kanner mit dem Lauf und die ältere Sponsor und die Lauf, da wäre ein ganz flott Summe für den Fairtrade zusammengekommen. Und sie haben das aber auch noch ausgeweitet, an dem Sinn, dass nur der Schul das Ganze auch noch weitergeht, dass die Ältere können bei dem Sponsorlauf selber mitmachen. Es sind ganz flott Stände, die sie abgerichtet haben, dabei wird Fairtrade produzieren, präsentiert gehen, wo andere Aktivitäten von Fairtrade präsentiert gehen. Und ich meine, dass es eine ganz flotte Idee ist, für das heute zu machen. Wie gesagt, das ist eine immens große Organisation. Dass sie ganz viele Leute, die hier mitmachen, dass das geschieht unter der Initiative von unserer Schule, unter der Initiative von der Präsidents, de Marc Thomas, Maris Baden, Christian de la Hamet, der ganze Summe noch mal Madeleine Faber, was den Lien mit Fairtrade möchte, zusammen mit der APEM, mit der APEC, mit der Kommission vom Development Durable. Ihnen alle gut, eine ganz große Merci, weil kann er gehen, durch diese Aktivitäten ganz frei, ob die hier Produkte sensibilisieren, dann schmecken, das wäre eine gute Sache. Der jährliche Gala-Konzert von der Mama Chorale möchte den Aufschluss von unserer Sendung. Rencontre musical von der Chorale Saint-Cécile von Mama 2016. Es ist schon die fünfte Kehr, dass wir die Chance haben, am Königsbund die Rencontre zu organisieren. Wir haben das Jahr dabei die Chorale des Jeunes, Chorale des Enfants und Sam Voice ist vom Konservatoire und natürlich Chorale Saint-Cécile von Mama. Das ist ein Plaisir, mit der Jugend zu singen. Aber wenn ihr gesagt, die Begeisterung, die sie haben, gehen wir auch nach Matgeras. Also ich kann immer so eine Affäre schweifen. Ich hoffe, dass wir das nächste Jahr, wie gesagt, noch ein Keer können machen. Heute haben wir ein ganz aufschlussreiches Programm. Und wir werden auch den Noven dieser Leute wirklich eine schöne Chance bieten.
waret vom MAD-TV-Magazin Nummer 140 vom 1. Mai 2016. Wir sehen uns am 15. Mai. Bis dahin, Madet gut.